Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paper Mario, der Origami King. Wir sind gerade kurz vor dem Endboss-Fight gegen Olli. In der letzten Folge haben wir alle Kartenteile bis auf Toad Town mit 100% abgeschlossen. Sehr nice. Und in dieser Folge werden wir uns dem Endboss-Fight stellen. Doch zuerst werden wir noch kurz diese 4 fehlenden Items uns besorgen. Und danach sofort uns in den Endkampf stürzen. Ja, hier sind wir schon bei unserem kleinen Maulwurf-Kumpel, der uns die Schatz-Mini-Glocke verkauft. Damals hatten wir leider zu wenig Geld. Jetzt haben wir auch die. Gut, das war's auch. Der Dude ist ausverkauft. Sehr nice. Und wir können hier auch schon wieder gehen. In der großen Sandpapierwüste haben wir ja noch einen Schatz zu entdecken. Yes! Schrumpel KP Max Plus. Ein Herz ausgedörrt von der Wüstensonne. Braucht es Wasser? Yes! Hier sollen wir suchen einen Steinkreis. Das wurde uns ja schon nahegelegt von einem Toad in Toad Town. So Leute, da sind wir wieder bei dem Fluss, nee, nicht Fluss, Teich, Quelle, wo wir das verdörrte Herz reinschmeißen können und hoffentlich ein neues rausbekommen. Sehr nice. KP Max plus 5. Oh Leute, hier ist noch eine Plattform. Wie asozial ist die denn versteckt? Oh, ein Händler. Ich und hier feststecken? Aber woher denn? Ich genieße nur die Herz an der liebsten Landschaft. Okay, nehmen wir den jetzt mit? Ja, nice. Ah, na, nicht weglaufen, kleiner Dude. Hallo? Ah, hier bist du. Das können wir hier jetzt kaufen. Edle Exquisit, wie immer. Und da kriegen wir alles, was wir brauchen. Sehr nice. Goldabwehr. Und Gold KP Plus. Sehr nice. Ey, da sind wir perfekt ausgerüstet. Und Retro-Effekte. Was bist du? Retro-Effekte. Ja, kaufen wir natürlich auch. Wir kaufen alles. Ändert die Geräusche beim Laufen, Springen und Hämmern. Oh, nice. Das gesamte Zubehör wurde verkauft und zwar an dich. Sehr nice. Ja, wir haben alles gekauft. Was ist eigentlich hier noch so? Oh, Kundschaft. Okay. Ja, alle Schirme muss man öffnen. Ja, natürlich kaufen wir das. Wir kaufen alles. Hey, sehr nice. Leute, guckt euch an, wie wir gerade ausgerüstet werden. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario. Und du bist stärker geworden. Yes, Sir. So, dann gucken wir nochmal kurz zu unserem Zubehör. Da werden wir natürlich diese Sachen alle ausrüsten. Und hier können wir nochmal kurz gucken, was passiert. Oh Gott. Könnt ihr das hören? Oh Gott, ist das furchtbar. Retro-Sounds. Oh Gott. Das geht gar nicht klar. Aber ja gut. Irgendwie, wenn man irgendeinen Busch zerhaut, dann klingt das wie, wenn man Blöcke zerhaut. Aber na gut. Da haben wir alles ausgerüstet. Das werden wir wieder inaktiv schalten, kann ich euch schon sagen. Aber dafür erhöhen wir die Angriffskraft aller Teammitglieder. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und was können wir noch gebrauchen? Ich glaube, sonst ist egal. So, ich glaube, wir sind ready für den Endboss-Fight. Dann sehen wir uns gleich im Schloss von Olli. Und ab geht's in den Thronsaal. Meine Freunde, oh mein Gott, was geht hier denn ab? Da seid ihr also endlich. Hat ja lang genug gedauert. Ihr seid so spät dran, dass ich mich nicht mehr aufhalten kann. Oh, dass wir ihn nicht mehr aufhalten können, sorry. Bruder! Planst du etwa noch mehr schreckliche Dinge? Olli, wie kannst du es wagen,
alles zu Origami zu machen. Nicht nur meine Schergen, sondern sogar mich. Aber was noch wichtiger ist, wo ist Prinzessin Peach? Ist sie in Sicherheit? Hat sie es bequem? Hat sie was zu lesen? Ich frage für einen Freund, den ihr nicht kennt. Die Prinzessin, sie befindet sich direkt vor eurer Nase. Schaut hoch. Oh, holy crap. Ich hatte dir doch gesagt, dass ich den gesamten Pilzpalast zu einem Origami-Schloss falten würde, einschließlich der Prinzessin. Nun ist sie eins mit dem Kastell. Wunderschön, edel und still. Ich bin mir sicher, dass sie so viel glücklicher ist. Du Monster! Prinzessin Peach! In das Kastell zu falten ist einfach furchtbar! Du bist zu weit gegangen! Etwas Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen, außer, oh nein, all diese Papierkraniche, das würdest du nicht wagen. Doch, das würde ich. Und ich habe es auch getan. Seht die Macht der 1000 Kraniche. Wer die Geduld aufbringt, 1000 Kraniche zu falten, dem soll ein Wunsch gewährt werden. Dies ist die wahre, ultimative Macht und ich werde sie nutzen, um jeden letzten dieser elenden Toads in weißes Papier zu verwandeln. Was? Das ist völlig irre. Davon erholen sich die Toads doch nie im Leben. Sowas würde nicht mal ich machen. Und ich habe schon ein paar ganz schön fiese Dinge gedreht. Frag mal Kamek. Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen die Toads hast. Ist dir nicht klar, dass du selbst ursprünglich von einem Toad gefaltet wurdest? Aber natürlich ist es das. Und jener Toad ist der Grund, aus dem ich all dies tue. Dieser Narr hat das Papier, aus dem er mich faltete, nicht respektiert. Er hat darauf gekritzelt. Ich trage auf ewig die Narben seiner Nachlässigkeit und seiner Gleichgültigkeit gegenüber Origami. Und dafür wird er bezahlen. Deswegen tust du das alles? Aber warum lässt du deine Wut auch noch an all den anderen Toads aus? Für mich sehen Toads alle gleich aus. Sie unterscheiden sich durch nichts. Sie sind alle gleich. Deswegen werde ich sie alle in Altpapier verwandeln. Dann muss ich nie wieder einen ihrer platten Gesichter sehen. Das ist meine Vision eines ruhmvollen Origami-Königreichs. Und du, Mario, hast dich zwar als äußerst störend erwiesen, doch selbst du kannst mich jetzt nicht mehr aufhalten. 999 Kraniche habe ich bereits gefaltet. Ich werde dich endgültig besiegen und danach wird dir die Ehre zuteil, zum letzten Kranich gefaltet zu werden. Endboss-Fight, meine Freunde. Los geht's. Ich bin schon sehr gespannt, was jetzt abgeht. Oh, alle Toads gucken uns zu. Dein Abenteuer endet hier und jetzt, Mario. Ich werde meinen Traum erfüllen und wenn du nicht einknicken willst, so werde ich dich eben mit geballter Gewalt zusammenfalten. Der kann auch Faltkreis-Action-Schmeckchen. Okay, Erdpergamenton. Ich bin gespannt. In lila. Sieht ein bisschen böser aus als Olivia. Das Erdpergamenton? Er hat sich in das Erdpergamenton verwandelt? Für wahr, ich habe die Pergamächte aller Faltfibeln gemeistert. Werde jetzt Zeuge, wie sich ein König dieser Technik bedient. Oh, holy crap. Mein Bruder klingt richtig aufgeregt. Das kann nichts Gutes bedeuten. Also sei auf der Hut, Mario. Okay. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Okay. Sieh nur, Mario, da ist einer dieser besonderen Faltkreise. Okay.
Damit kann ich mich vermutlich in jedes der Pergamente verwandeln. Das wäre cool. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Ein-Button. Das ist nicht so gut. Na, das ist auch nicht gut. Shit happens. Was machen wir denn hier? Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das machen. Shit. Aber wir könnten mal unsere Todfreunde einfach fragen. Damit wir hier ein bisschen unsere Cash auch noch ausgeben. Denn mittlerweile gibt es ja nichts mehr, was wir kaufen können. Ach, ich bin immer so nervös bei Endboss-Fights, Leute. Glitzerstiefel. Was tut ihr mit Glitzerstiefel, Leute? Und heilen wollt ihr mich auch? Ich dachte, ihr helft mir ein bisschen. Okay, das bringt mir aber nicht so viel. Denn wir brauchen auf jeden Fall den einen Button. Was ist, wenn wir das hier verschieben? Und wenn wir das jetzt hier runterpacken? Scheiße. Ah, wir kriegen das nicht hin, Leute. So, was ist, wenn wir... Wir müssen 3 Sachen verschieben. Oh, wir brauchen auf jeden Fall den einen Button, Leute. Wir könnten den hier durchschieben. Ja, das stimmt. Das ist sehr gut. Und jetzt müssen wir nur noch das hier runterkriegen. Und so machen, oder? Yes! Das passt doch gut. Ach Gott, zum Glück haben uns die Toad geholfen. Die Toads? Die Toad, oh mein Gott. Okay. Pergamenti Action. So, was machen wir denn jetzt am besten? Ich würde sagen Eis, oder? Macht das Sinn, ist natürlich immer die Frage. Vielleicht können wir auch mit allen einfach dagegen kämpfen. Aber ja, genau. So ist es zumindest schon mal bewegungsunfähig. Das wäre nicht schlecht. Was zur Pappe? Ich kann mich nicht bewegen. Yes. So kriegen zumindest wir schon mal keinen Schaden. Das ist, glaube ich, ganz gut. Gucken wir mal weiter. Jetzt müssten wir eigentlich Faltarme benutzen. Das wäre zumindest schon mal sehr nice, ein Stein, wenn wir das könnten. So, und hier bräuchten wir jetzt nur noch so, oder? Ist das korrekt? Yes. Das müsste doch ganz gut passen, oder? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Gott, hoffentlich mache ich keinen Fehler im Endboss-Fight, Leute. So, jetzt geht's richtig ab. Jetzt können wir den nämlich hoffentlich hochschmeißen. Wie immer mit dem Eisblock. Yes! Und jetzt hauen wir den voll auf die Fräse. Das nenne ich guten Fight. Gar nicht so übel. Zeit, meine Taktik zu ändern. Okay, was passiert als nächstes? Ah ja, kann jedes nur einmal einsetzen. Das ist zumindest schon mal gut. So, was geht ab? Eispergamenton. Okay, wie besiegen wir das Eispergamenton? Alter, das sieht heftig aus. Erst jetzt das Eispergamenton. Oh, shit. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mir das gemerkt habe, Leute. Oh nein, das Eislabyrinth. Schau dir die Ringe an und präge dir den sichersten Weg ein. Ich bin daran nicht so gut. Oh nö, ja ich auch nicht, Olivia, wirklich nicht. Oh shit, Alter, da bin ich jetzt richtig kacke drin. Denn wir brauchen auf jeden Fall... Shit, Alter, ich habe es mir überhaupt nicht gemerkt, Leute. Das geht so gar nicht. Doch, wir brauchen auf jeden Fall das hier. Dann gehen wir auf jeden Fall mal durch den einen Button. Ah, die Frage ist, das geht gar nicht. Hä? Hey, wie kann es sein, dass sich seine KP von alleine wieder aufhört? Was?
Habt ihr es noch nicht begriffen, als Origami schalte und falte ich in diesen Gefilden, wie es mir beliebt? Je länger ihr zögert, desto mehr erhole ich mich, also sputet euch. Oh, was? Aber nur die Ruhe. Wir schaffen das, Mario. Was? Willst du mich veräppeln? Wir machen jetzt mal das. Alter, einfach nur, um ihn eins auf die Fresse zu geben. Tiefgefroren und bewegungsunfähig, das ist okay. Eiszeit. Okay, wir haben krass Schaden gekriegt, aber das ist nicht so schlimm. Was? Du stehst noch aufrecht? Das werde ich ändern. Oh Gott. Okay, jetzt kriegen wir das aber hin auf jeden Fall, Leute. We can do this. So. So, das passt doch. Sehr nice. Und jetzt geben wir ihm krass aufs Fressbrett. Die Frage ist halt, sollen wir jetzt wieder... Warte, was machen wir denn jetzt? Jetzt hätte ich eigentlich gerne Faltarme. Aber wir könnten auch mit dem Feuerpergament und ihn erstmal schmelzen, weil wir ihm wahrscheinlich nichts antun können. Ihr habt mich dahin schmelzen lassen. Wie schlau von euch. Ah, falsch geblockt, Leute. Okay. Okay, okay. So, gucken wir uns das doch mal an. Ich glaube, so müsste das ganz gut passen, oder? So. Gucken wir doch einfach mal. Und jetzt haben wir nur noch den einen Button. Und dann laufen wir hier hin. Okay, ja, das passt doch. Let's try this out. Ja, weil ein bisschen Leben brauchen wir dringend. Bevor uns der Dude wieder komplett fertig macht. So, und jetzt mit Faltarm Action. Oh, machen wir ihm den gar aus. Wiegt euch nur nicht in Sicherheit. Gleich werdet ihr sehen, dass ich nicht aus Pappe bin. Okay, was geht als nächstes ab? Boah. Oh, Feuer. Ich glaube, da würden wir Wasser dagegen nehmen, oder? Er ist zum Feuerpergamenton geworden. Ja, habe ich gecheckt. Okay, aber er hat viel Schaden gerade verloren. Er hat alle seine Federn weggenommen. Nicht schlecht. Dafür haben wir halt keinen Space hier, um irgendwie rumzulaufen. Okay, wir müssen auf jeden Fall den einen Button drücken. So. Hier könnten wir den einen Button haben. So. Okay, das ist jetzt alles ganz schlecht. So, ich glaube, wir müssen vorher auf jeden Fall... Ach, scheiße, jetzt hat sich der Dude schon wieder geheilt. Das gibt's doch gar nicht. Ach, scheiße, die Wand an. So, wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall mal das hier. Warte, warum mache ich das?
ein Button. Und das hier. Und los. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich habe gerade fast einen Fehler gemacht, Leute. Warum mache ich das denn? So, einmal so. Oh Gott. So, jetzt. Oh, und er hat sich so krass geheilt. Weil ich so scheiße bin, Leute. Das gibt's doch gar nicht. So, Wasserpergamenton, bitte. Okay, er kriegt aber null Schaden. Das finde ich jetzt aber nicht so. Nein, meine Flammen. Was geht jetzt ab? What? Okay. Ich würde mal sagen, wir müssen ihm jetzt wieder hart aufs Fressbrett geben. Dazu brauchen wir auf jeden Fall den Ein-Button. Der Ein-Button ist hier. Und dieser Button ist hier. Passt. Na dann, let's go. Bevor wir noch mehr Zeit verschwenden. Faltarm-Action. Oh, wahrscheinlich können wir ihm nicht so viel Schaden machen. Wir haben ihm gar keinen Schaden gemacht? What the heck? Oh, wie asozial ist das denn? Oh wow, das sieht echt crazy aus. Er hat sich in das Wasserpergamenton verwandelt. Oh, holy crap, wieder diese Wasserstrudel. Entsinnt ihr euch noch der Wasserwirbel des Pergamenton? Nun, ich verleihe hier hinten obendrein eine persönliche, majestätische Note. What? Wie soll das denn gehen? Willst du mich verarschen? Yes, okay, man muss es aber nur einigermaßen timen. Ach ja, richtig, die Wirbel spülen alle Felder weg. Ja, das wusste ich noch zumindest. Okay, wir gönnen uns mal. Die Macht welches Pergamentons, ja. Wir waren jetzt schon Eis, Feuer und Wasser, waren wir schon. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach mal das Erdpergamenton. Als reiner Logik. Ich habe echt keine Ahnung, was das jetzt bringen soll, aber wir werden es rausfinden. Ach so, ja, das hebt uns hoch. Aber, hä? Ich bin noch ein bisschen unsicher. Weil, das bringt uns doch gar nichts. Okay, was passiert jetzt? Ach ja, aber er ist jetzt gleich erschöpft, oder? Nach dieser Attacke, glaube ich. Ah. Yes. Korrekt. Habe ich gut in Erinnerung gehabt. Komm, du bist noch da? Wie kann das sein? Ich dachte, er kennt alle Attacken. So, wir laufen hier runter. Wir brauchen einmal das auf jeden Fall. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einmal das. Und dann wäre es das auch eigentlich, oder? Ich würde das gerne noch hier rüber tragen, damit hier nichts passieren kann. Aber ja gut. Und dann nehmen wir die Faltarme und geben dem hoffentlich einiges. Puh. Yes! Endlich!
Hat ja nur 100 Jahre gedauert. Ja, ihr habt meine überlegene Faltkunst durch den Schredder gejagt. Bruder, alles in Ordnung? Du musst doch völlig erschöpft sein. Sich auch nur in ein Pergamenton zu verwandeln ist schon... Pappalapapp, spar dir dein Mitleid. Einst faltete ich dich, um mit dir gemeinsam diese triste Welt in ein Origami-Königreich zu verwandeln. Doch du hast mich verraten und dich obendrein mit diesen Pappnasen eingelassen. Sieh es endlich ein, Olivia, wir beide sind Origami. Wieso nur stehst du dich? Wieso nur stellst du dich gegen mich? Olli, wir mögen beide Origami sein, aber was du tust, ist nicht, wofür wir gemacht wurden. Entstanden sind wir aus zwei einfachen Blatt Papier, denen unser Geist eingefaltet wurde. Wir wurden mit Liebe gefaltet, Liebe zur Kunst, Liebe zur Kreativität, Liebe zum Leben selbst. Darum geht es doch bei Origami. Wir sollten allen Papierwesen die Hand reichen. Wenn wir Liebe in unseren Herzen tragen. Du willst mich über Liebe belehren? Wo war denn diese Liebe, als jener papierener Tod meinen Körper bekritzelt hat? Wir haben nichts mit diesem platten, einseitigen Narren gemeinsam. Wir wurden zu Größerem gefaltet. Ich hätte wissen müssen, dass du mich nicht verstehen würdest. Wie auch, schließlich war ich es, der dich erschuf. Vielleicht zu perfekt. Diesen Fehler werde ich beheben. Olivia, werde Zeugin, wie ich mich der wahren Origami-Macht bediene. Er entfaltet sich immer weiter. Was geschieht hier und was sollen wir tun? Okay, tschüss, Tod. Seh dich um, Olivia. Mein Faltmaterial ist die Realität, wie ihr sie zu kennen glaubt. Denn nicht ohne Grund ist Origami der Inbegriff der Macht, die unendlicher Verwandlung innewohnt. Mit dieser Macht werde ich diese Welt ein für allemal von sämtlichen, jämmerlichen und papierdünnen Wesen befreien. Klappe, du Origami-Pappe. Du denkst wohl, wir ziehen den Schwanz ein, bloß weil du dich aufplusterst und komisch aussiehst? Du und deine Frisur, ihr geht mir ganz gewaltig auf die Nerven. Zeit für euch, den Abflug zu machen. Bowser, warte! Deine kleine Ansprache war schrecklich toll, aber hier ist mein Bruder viel zu mächtig. Er würde dich zerknüllen. Auch ich spüre die Origami-Macht dieses Ortes in jeder meiner Falze. Doch wenn sie ihn stärken kann, wieso dann nicht auch mich? Erlaube mir, dich zu falten. Okay. Haben wir jetzt einen riesen Origami-Bowser? Sehr cool. Der sieht super niedlich aus. Gar nicht übel, Origami-Göre. Jetzt zeigen wir ihm mal, wie ein echter Boss einen Boss-Schlacht schlägt. What? Was passiert hier, Leute? Der Typ ist stärker, als er aussieht. Ich brauche Verstärkung. Holy crap. Wow, wo kommen denn die ganzen Faltkreise auf einmal her?
Die kommen gerade rechtzeitig. Lass uns Bowser helfen, indem wir mit den Faltarmen auf den Boden schlagen. Wenn sich Bowser einem Faltkreis nähert, lauf hinter ihn und setze die Faltarme ein. Wenn er die Position wechselt, drücke B, um abzubrechen, okay? Was soll das bringen, Leute? Aber okay. Wie könnt ihr es wagen, mir ins Handwerk zu pushen? Ich werde euch Besseres zu tun geben. Nehmt dies. Oh. So, weiter geht's. Kommt schon. Let's go. Okay, wieder Ninja. Sterne. Au, das hat uns schwer getroffen. What the heck? War gerade mit diesen komischen Ninja-Sternen los. So ein brüllender Wichtigtuer. Jagt mich nicht ins Bockhorn. Fallschirme zu mir. What? Oh je, eine riesige böse Fratze. Was soll das denn? Und wo kommt das überhaupt her? Wir müssen etwas unternehmen, und zwar schnell. Schlage so oft wie möglich auf den Boden, ehe uns das Ding unter sich begräbt. What? Okay. Okay, war das gut? Oder schlecht? I have no idea. Puh, das war ein bisschen zu knapp. Wärst du nicht ausgewichen, hätten die Fratze uns platt gequetscht. Okay. Nanu, die Riesenfratze ist so doll aufgeprallt, dass Olli direkt zurück in die Mitte gehopst ist. Wir waren so nah dran. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Los, noch einmal. What? Oh, da ist ein Herz, Leute. Das gönnen wir uns kurz. Kommt schon, wir müssen da schneller hin, Leute. Oh Gott, der Weg ist so weit. Okay. Ja, jetzt sollten wir das aber hinkriegen. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Oh fuck. Alter, da haben wir nochmal ordentlich kassiert. Du glaubst vielleicht, du hättest gewonnen. Aber diese Schlacht ist noch lange nicht zu Ende. Oh, holy crap. Oh, wie lange geht denn diese Schlacht, bitte? Oh Gott, das war kacke. Nein, 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 B. Ach, goddammit. Wie lange geht diese Schlacht, Leute? Was soll das denn? Jemand wie dir gebe ich mich nicht geschlagen. Auf ein neues Fallschirgen! Ach Gott. Na, nicht von Pappe, was? Was ist jetzt passiert? Sei verflucht!
Oh, holy crap. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß, dass auch Gutes in ihm steckte. Aber Olli hat flaches Papier gehasst. Bis zum bitteren Ende. Auf Wiedersehen, Bruder. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Oh, that's not good. Das war's mit Bowser. Oh, holy crap, Alter. Ich lasse das nicht zu. Ich verknülle euch, euch alle. Oh nein, mein Bruder ist viel zu groß. So können wir ihn niemals aufhalten. Oh, Moment mal. Der Origami-Meister gab mir etwas ganz Besonderes, bevor wir seine Werkstatt verließen. Jetzt ist die Zeit gekommen, es einzusetzen. Und was? What happened? Okay, und was ist das? Noch ein Fallkreis? Pah, wie erbärmlich. Was hast du damit vor? Mich mit deinen schwächlichen Armen kitzeln? Ach Menno, er hat unseren Fallkreis durcheinander gebracht. Könnte der vielleicht mal 2 Sekunden lang fair kämpfen? Meine Wut, mein Zorn. Sie haben sich in ein aufsteigendes Gift verwandelt. Wenn ihr mich besiegen wollt, tut ihr dies besser schnell. Denn wenn es die Plattform erreicht, ist es aus mit euch. Beeil dich, Mario. Wir müssen diesen riesigen Fallkreis so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Ach, ich hasse Stress. Oh, holy crap. Okay. So, was geht hier ab? Was geht hier ab? Das muss auch noch dort hin. Oh Gott, wir können ausweichen, okay? Wo waren wir? Hier waren wir. So, jetzt passt doch alles, oder? Ist das so richtig? Oh Gott. God damn it, Alter, Leute. Oh, so, was? So, und jetzt? Du denkst, das lasse ich zu. Ich verwandle diesen Faltkreis in nutzloses Altpapier. What happened? Oh, God damn it. Oh, holy crap, Alter, was passiert denn hier? Mario tritt in Aktion, what? Okay, Faltarme, was machen wir denn? Du hast es geschafft, Mario. Endlich können wir diesen Faltkreis einsetzen. Der Origami-Meister hat mir eine letzte Falttechnik verliehen. Sie ist die einzige Weg, Olli aufzuhalten. Sie ist der einzige Weg, Olli aufzuhalten. Oh mein Gott, was geht ab? Okay. What? Wir sind jetzt Thors Hammer. What? Okay. Bruder, bitte komm wieder zu Sinnen. Es tut mir leid, Bruder. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Aber jetzt bist du völlig zerknüllt. Vielleicht bin ich zu weit gegangen. Olivia,
Du hast das Richtige getan. Du hast alles in deinen Angriff gelegt. Er hat mich aufgeweckt und nun sehe ich endlich die Wahrheit. Ich war zu stolz und dachte nur an mich selbst. Mein Herz hatte einen Knick. Huch, was ist denn das da? Das auf deinem Bauch? Ach, das, warte. Es tut weh, wenn ich mich bewege. Das da ist der Grund für all den Wahnsinn. Das gedankenlose Gekritzel, mit dem ich jener Tod entstellte. Lies es mir bitte vor. Ich muss wissen, was dort steht. Lies mir vor, womit ich bekritzelt wurde, damit ich ein letztes Mal lachen kann. Alles klar, mache ich. Also mal sehen. Mein lieber Olli, mögest du ein gerechter und gütiger König sein. Es ist überhaupt nichts Albernes, ganz im Gegenteil. Es ist eine liebevolle Nachricht des Origami-Meisters. Er hat dir damit nur alles Gute als König gewünscht. Ach, ich war ein furchtbarer König, schäbig, wie ich jenem Tod seine Freundlichkeit vergolten habe. Ich war so blind vor Wut, ich habe so viel Unverzeihliches getan. Und es tut mir so leid, dass sogar Prinzessin Peach und Mario darunter zu leiden hatten. Olivia, du musst etwas für mich tun. Ich flehe dich an. Bitte nimm diese 999 Kraniche und falte aus mir den letzten, der zu 1000 Kranichen noch fehlt. Wenn du den 1000. Kranich gefaltet hast, wird dir ein einziger Wunsch gewährt. Es macht zwar meine Untaten nicht wieder gut, doch mehr kann ich nicht mehr für dich tun. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Olivia, tu es für mich. Bruderherz! Mario, ich muss dir etwas sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Kraniche faltet. Olli hätte es mir vielleicht zeigen können. Schließlich hat er das Kastell und auch mich gefaltet, aber sieh ihn dir jetzt an. What? Oh, der Origami-Meister. Hey Leute, habe ich was verpasst? Hört mal, ich habe den Origami-Meister gefunden. Vielleicht kann ja Olli diesen Irrsinn ausreden. Er hat ihn ja schließlich Oh, dieses königliche Purpur. Fasern, fein wie junge Daunen. Ja, an dieses Papier erinnere ich mich noch sehr gut. Und Olivia, schön zu sehen, dass du die Riesenhammer-Technik auch einsetzt, die ich seinerseits in dein Design eingearbeitet habe. Aber Moment, was sehe ich da? All die vielen Kraniche. Versucht ja etwa jemand, die verbotenen 10.000 Kranich-Technik anzuwenden? Ja, aber ich verspreche, dieses Wissen nicht für böse Zwecke einzusetzen. Kannst du mir zeigen, wie ich den letzten Kranich falte? Ich möchte den letzten Wunsch meines Bruders erfüllen und den 1000. Kranich selbst vervollständigen. Ja, das werde ich. In gewisser Weise ist all dies hier auch meine Schuld. Schließlich war ich es, der deinen Bruder faltete. Dies soll meine letzte Falterweckung sein. Olivia, mach dich bereit für die Faltkunstlektion deines Lebens. Gut gemacht. Damit ist die Technik abgeschlossen. Du kannst dir jetzt etwas wünschen, Olivia. Okay, puh, also, was wünsche ich mir denn?
Gar nicht. Hört meinen Wunsch. Möge alles von meinem Bruder gefaltete Origami wieder entfaltet werden. Eine sehr epische Cutscene. Oh, aber eigentlich müsste Olivia dann auch entfaltet werden. Weil alles gefaltete Origami, was Olli gefaltet hat, dann müsste sie doch auch entfaltet werden. Eigentlich. Oh, Peach. Du liebe Zeit, was machen wir denn alle hier? Prinzessin Peach, du bist ja wieder normal, hurra! Moment mal, hier fehlt doch jemand. Wo ist Olivia? Oh, jetzt kann endlich das Origami-Fest starten in Toad Town. Hoffentlich. Ja, sieht ganz danach aus. Ich bin ja so froh, dass alles wieder normal ist. In Toad Town herrscht geschäftiges Treiben wegen des Origami-Festes. Alle entdecken die Magie des Origami und amüsieren sich. Halle Pause ist auch dabei. Oh, der Origami-Meister stellt sein Werk aus. Ah, Mario Peach, seht euch das an. Mein Meisterwerk ist vollendet. Seht ihr, die Miniatur-Origami-Schloss? Oh. Oh, ist so schade, wo ist Olivia, Leute? Mario, denkst du an das Origami-Mädchen, das mich gerettet hat? Sie war so mutig. Sie hat all das für uns getan. Oh, ich wünschte, ich könnte ihr danken. Kommt mal alle her. Es ist Zeit für das große Finale. Oh, ich hätte gern, dass Olivia zurückkommt. An alle Origami. Danke. Das ist wirklich sehr schön. Und ich würde sagen, das war's an dieser Stelle auch mit dem Let's Play zu Paper Mario, der Origami King. Wir werden natürlich nach dem Abspann noch versuchen, nach Toad Town zu gehen und das Spiel zu 100% beenden, denn da fehlen uns ja noch zwei Schatzminis. Yes!
Aber zuerst gucken wir uns natürlich diesen geilen Abspann an, mit noch ein paar Erinnerungsbildern, die uns an all unser Erlebtes und unsere ganzen Abenteuer erinnern sollen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Olivier jetzt auch tot ist, aber okay. Das ist ein Opfer, mit dem wir leben müssen. Ja, ich fand das Spiel mega geil. Super schön, super spannend, super lustig. Es gab so viel zu entdecken und zu machen. So viele unterschiedlichste Orte zu erkunden. Überall war was los. Überall gab es neue Geschichten und neue Leute, die man kennenlernen konnte. Ich fand es super toll. Ich war super begeistert. Also ich bin super begeistert auch noch. Es hat ein bisschen lange gedauert, das Let's Play. Aber ich habe jede Sekunde davon genossen. Und auch wenn ich weiß, dass ich das Wort, weil wir es gerade im Hintergrund sehen, Shonguanland immer wieder falsch ausspreche, weil das Shongunland, glaube ich, heißt. Aber ja gut. Ja. Dann haben wir unsere zwei Helden. Denn ohne Luigi hätten wir ja überhaupt nichts gebacken gekriegt. Die noch hier die Endcard entlang düsen. Ja, was kann ich noch sagen? Ich freue mich auf ein weiteres Mario-Spiel. Vor allen Dingen wieder, wenn es ein Paper Mario wird, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich fand es echt cool. Das war mein erstes Paper Mario, was ich gespielt habe. Und ich fand es super toll. Ja, es gibt aber noch viele andere Spiele, die mich interessieren würden, wo wir auf jeden Fall mal reinschauen werden. Falls ihr Ideen habt, was ich als nächster spielen soll, schreibt das gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und sonst sehen wir uns hoffentlich nach dem Abspann oder in einem der anderen Let's Plays oder auf meinem zweiten Channel. Bis dahin, ciao erstmal. Ja, so startet das Spiel für gewöhnlich. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Nämlich mit Olivia. Und jetzt im Nachgang ist es natürlich noch viel schöner. Wir gucken noch mal hinein. Und sind hier. Und da kriegen wir schon die Ding-Dong-Benachrichtigung. Im Mückenmuseum harrt ein neuer Ausstellungsraum. War da schon immer eine Röhre? Ob die wohl nach draußen führt? What? Olivia ist zurück. What? Pah, die Röhren sind ein Spezialgebiet. Ich bleib hier. What passiert gerade, Leute? Hä? Was? Sollen wir das speichern? Wahrscheinlich schon, gell? Speichern wir mal. Herr Olivia lebt. Oh mein Gott.
Okay, what? Ja, wir kriegen noch eine Ding-Dong-Benachrichtigung. Wir schlüpfen mal in die Röhre und gucken nach Toad Town, was dort so abgeht. Hä? Weil es gibt einen neuen Ausstellungsraum. Wie kann es denn einen neuen Raum hier geben? Das ist doch ein bisschen verrückt. Aber okay, ich würde zuerst gerne... Ja, wir kümmern uns gleich um diesen Dude. Aber Olivia lebt. So. Okay. Ich würde gerne mal gucken, was hier abgeht. Oh. Origami-Kraniche Schatzmini. Und dann müssen wir noch eine Runde in den Shop gehen. Denn hier drin finden wir unseren letzten Treasure. So, was geht ab? Ja, was darf's denn sein? Hier gibt's einiges noch zu kaufen. Aber wir brauchen nur das hier oben. Hoppla, da reichen deine Münzen wohl nicht ganz. Oh shit, wie viel brauchen wir? 70.000? Oh nö. So Leute, so schnell sind wir zurück im Shop mit 70.000 und gönnen uns jetzt endlich den letzten Schatzmini für all unser Geld. Sehr nice. Gut farmen kann man, wenn man mit der Seilbahn einfach auf die Herbsthöhe fährt. Danke, komm doch mal wieder. Und immer wieder zurück und hoch und zurück und hoch. Da hinter der Seilbahn liegt ja genug Geld rum. So, und jetzt könnt ihr sehen, wir haben auch Toad Town mit 100% abgeschlossen. Und wir haben auch alles andere mit 100% abgeschlossen. Sehr nice. Und da oben kommt auch schon die Benachrichtigung, dass wir mal ins Myko-Museum gehen. Und dort gehen wir auch jetzt zum allerersten Mal hin, denn hier waren wir ja eh noch nicht so oft. Gute Neuigkeiten, Mario. Wir haben da einen Neuzugang in Sachen Pokale. Kampf-Koryphäe. Münzensammler. Keine Ahnung. Fragezeichen Block Spürnase. Okay. Origami-Toad-Sammler. Alter. Schatz-Mini-Sammler. Und Plattensammler. Okay, what the heck. Alle Pokale werden sorgfältig mit meiner eigenen Spuck-Handpolier und in der Schatzgalerie ausgestellt. Was? Vielleicht hätte ich das mit der Spuck für mich behalten sollen. Naja. Wenn mich meine Sammelinstinkte nicht täuschen, fehlen dir noch genau so viele Pokale. 9. Ja, 9 Pokale fehlen noch. Ich weiß auch schon für was und welche. Hier könnt ihr euch mein tolles Bild angucken von meinem Blooper, den ich gefangen habe. Und da drüben können wir noch den Fisch... ist das der Fake-Fisch? Ja, mit 96 cm. Sehr nice. Ich glaube, das war der Fake-Fisch, oder? So, wir werden nicht alle Pokale einsammeln, aber wir gucken mal in jeden Raum kurz rein. Denn ich weiß schon, dass uns ein paar Pokale fehlen für so Special-Sachen. Aber ganz ehrlich, das ist too much. Was wäre ein Weltklasse-Museum ohne seine Gemäldegalerie? Vermutlich nicht Weltklasse. Doch da wir uns als Weltklasse-Museum betrachten, finden Sie hier die Gemälde des Myko-Museums. Erkunden Sie einen Schatz aus kunstvoller Impressionen der von Ihnen bereisten Gebiete, okay? Indem Sie im Verlauf des Abenteuers Todpunkte sammeln, können Sie neue Gemälde freischalten. Was? Wenn Sie Todpunkte sammeln, ganz einfach, indem Sie Tods retten. Ach so. Wie viele Todpunkte Sie bereits gesammelt haben, können Sie sich im Menü zur Info ansehen. Aha, was? Ich weiß überhaupt nichts. Wir haben 400 solche Punkte, okay? Ich habe keine Ahnung, Leute. Okay. Und jetzt können wir das angucken. Ah, da kann man sich noch so ein paar Skizzen und so angucken. Sehr nice. Okay, sehr cool. Ja, dann gönnen wir uns hier mal ein paar Sachen. Aha, das sind die ganzen Faltsachen. Oh, sorry. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Oh, das sieht cool aus. Wo ist das? Das gibt's gar nicht, ne? Das sieht aber mega awesome aus. Die Area. Schade, dass die rausgenommen wurde. Das unten gibt's auch nicht. Sehr, sehr schade. So, Blättern. Wir müssen hier noch ein paar mehr Punkte ausgeben. Es gibt eh nur 4 Seiten. Alter, das sieht heftig aus. Oh, mal eine Überblicksmap. Da geht es mir gleich viel besser, wenn ich sowas sehe.
Ich tue mir sehr schwer mit Orientierung, von daher sind Maps immer der Wahnsinn. Oh, wir haben keinen riesigen Blooper gefangen. Schade. Aber ja gut. So, das weiß ich nicht, ob wir das kennen. Ach Gott, warum haben wir so viele Toad-Punkte, Leute? Oh ja, das kaputte Castle. Da hätten wir hier schon früher hingehen können. Ich habe absolut keine Ahnung, Leute. Aber gönnt euch diese ganzen wunderschönen Bilder. Oh ja, das sieht auch süß aus. So, dann blättern wir gleich weiter. So, Seite 3 von 4. Bisschen was haben wir noch anzugucken. Oh, das rechts unten sieht super aus. Super gemütlich. Was gibt's noch? Ja, oh, die Graffitis in den Kanälen. Das war schon der Hammer. Oh, das sieht richtig geil herbstlich aus. Hab ich Bock drauf. So ein bisschen Foreshadowing, hä? Oh ja, der Tempel, Alter. Der war richtig cool. Ich bin super begeistert von dem Map-Design und wie alles aussieht und... Ah ja, das sieht komisch aus. Aber egal. Wie alles designed ist und... Ah ja, ich liebe es. Sieht mega schön aus. Da haben wir unseren Gevater Stumpfenstrunk auch. Wenn wir nochmal an alles erinnert ein bisschen. Oh ja, die Dornen. Die waren ganz schön assi. Aber ich finde es schön, dass man hier so ein bisschen noch Artworks sieht. Das finde ich immer toll. Das hat immer noch so einen extra kleinen Touch. Und ich finde es cool, dass man sich die hier verdienen kann. Das ist auch seltsam. Also das hatte ich noch nie in dem Spiel, dass man sich Artworks verdienen kann. Das ist irgendwie auch ganz strange. Okay, ja, hier haben wir nochmal die Inside vom Erdpergamenton. Was gibt's hier noch? Den Panoramaberg. Ja, ist auch schön. Vor allen Dingen die Hintergründe. Ich finde es auch schön, dass man hier immer die ganze Zeit diesen roten Berg im Hintergrund sieht, der ja schon die Herbsthöhe ist. Was haben wir hier? Das Servierding, okay. Auch strange, irgendwie sehr, sehr strange. Haben wir eine Anleitung von so einem Pop-Dings. Aber warum sollten wir das wollen, Leute? I don't know. Das vorletzte Bild habe ich jetzt nicht gecheckt. Aber ja gut. Was haben wir hier? Oh ja, die Stifte, die hier durchstechen. Das war schon krass. So, das waren hier, glaube ich, alle Bilder, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber sehr cool, dass wir hier Bilder angucken noch könnten. So, gehen wir weiter. Es fehlen ja nur noch ein paar Türen auf uns, die wir noch begutachten können. Unsere krassen Schätze. Ja, zu den Schätzen, Pokalen, die wir nicht sammeln werden, das sind einfach zum Beispiel das, wenn man den Fluss entlang fährt und alle Münzen sammelt. Zum Beispiel solche Sachen. Darauf habe ich nicht wirklich Bock, muss ich sagen. Wir freuen uns sehr, diese einzigartigen Ausstellungsstücke im Mykomuseum zu präsentieren. Man sehe und staune allerlei merkwürdige und wundervolle Origami-Toads. Je mehr dieser ungewöhnlichen Kreaturen sie retten, umso mehr erscheinen hier in der Galerie. Ohne weitere Vorrede erfreuen sie sich nach Belieben an unseren Kollektionen. Ah, okay, die sind sortiert nach rote Luftschlange und so. Ah, untersuchen. Da können wir den nicht hier drinnen irgendwie switchen? Gebiet wechseln, doch mit X. Ah, sehr cool. Oh, in der Wüste, das war auch cool. Oh, ich tue die ein bisschen durcheinander skippen, okay? Ach ja, das war auch super. Das Schild. Oh Gott, was hatten wir denn jetzt schon? Ich bin ein bisschen... Nee, violett hatten wir schon. Gelbe Luftschlange hatten wir doch auch schon, oder nicht? Ja, gelbe Luftschlange. Blaue Luft... Ach so, wir müssen die anklicken, damit das... Ups. Okay, Leute, ich habe es gecheckt. Man muss die alle so einmal angucken. Ah, hupsi. Dann wird das wahrscheinlich weggehen. Hier müssen wir noch den angucken. So, blaue Luftschlange hatten wir die schon? Ne, gelb hatten wir schon, ne? Gott, jetzt bin ich komplett durch. Jetzt bin ich komplett lost, Leute. Ah ja, hier müssen wir noch kurz einmal abgucken. Sehr nice. Und die violette Luftschlange. Aber dann haben wir echt alle gesehen. Ich finde das cool, dass die Toads echt so in super unterschiedlich vielen Designs kommen. Das war echt cool. Aber ja gut, oh, hier geht's raus, hier geht's raus.
Dann gucken wir noch mal weiter. Yay! Was gibt's hier? Oh Gott. Ah ja, hier sehen wir die Pokale, die ich nicht gesammelt habe, Leute. Könnt ihr euch hier gönnen? Ja, hier sehen wir die, die wir schon gesehen haben. Und dann haben wir halt noch viele, die wir nicht gesammelt haben. Fange den legendären Cheep Cheep und den legendären Blooper. Gewinne jeden Kampf aus der Revanche, auf der Revancheinsel. Ach ja, das haben wir auch nicht gemacht, das stimmt. Erreiche in Seinichtscheigei eine perfekte Punktzahl. Oh. Erreiche 100 Punkte im Expertenmodus im Wurf, Stern-Dojo. Sammle alle Münzen in der Strudelschlucht. Löse 16 Level im Wettringeln im Kampfstudio, okay. Löse jeden Level in Rätselringelei. Komplettiere die Gemäldegalerie-Kollektion. Komplettiere die Origami-Figuren. Oh, das haben wir nicht. Komplettiere die Gemäldegalerie? Die haben wir nicht komplettiert. Oder müssen wir die jetzt erst... Bin ich gespannt. Vielleicht müssen wir nochmal mit dem Dude reden. Ah, hier haben wir vielleicht nicht alle Origami... Ah, das sind die Origami-Figuren. Und die Origami-Toads sind was anderes. Ja, die kennen wir alle zu gut. Rote Luftschlange-Dudes. Was haben wir hier noch? Oh. Oh, man kann sich die sogar angucken. Wow, sehr cool. Okay. Sehr, sehr nice. Wir skippen die mal alle kurz durch ein bisschen. Gelbe Luftschlange, was gibt's hier zu gucken? Ey, überall gibt's Gumpas. Gumpas sind echt die lamesten von allen. Oh, hier haben wir nicht alle. Violette Luftschlange, Origami-Figur, aha. Wen haben wir hier nicht geholt? Auch sehr interessant, dass wir es geschafft haben, einen Gegner zu übersehen. Wir haben echt einen Gegner geskippt. Krass. Wie haben wir das geschafft, Leute? Und welchen Gegner haben wir geskippt? Das wäre natürlich interessant. Dann die Pergamente haben wir natürlich auch. Oh, wow. Okay. Die sind echt richtig krass, Leute. Und das Eispergament haben wir natürlich auch noch. Sehr cool. Achso, jetzt bin ich wieder zu weit gegangen. König Olli haben wir auch noch. Was gibt's hier? Seine Pergamenta, die waren echt cool, muss man sagen. Der sah richtig legendär aus. Das stimmt schon. Das finde ich nicht ganz so schön. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so gut. Und das, es geht. Sieht aus, als hätte der Eisbär was an. Bisschen weird, aber okay. Und Besonderes, was ist Besonderes? Oh, Peach. Ja, Peach ist natürlich äußerst besonders. Oh, Bowser und Olli natürlich auch. Und wen haben wir noch? Und Olivia und Olli selbst. Okay. Sehr cool, was es hier alles gibt. Beschreibung lesen. Achso, das ist nur die Beschreibung für was hier abgeht. Oh, jetzt lassen wir hier Olivia und Olli hängen. Das finde ich sehr schön. Aber ja gut. Hier haben wir alles. Hier haben wir violette Luftschneide 26 von 27 und 24 von 25. Wir haben es echt geschafft, ein paar Gegner zu übersehen. Das ist ja krass. Also macht mich komplett fertig. Wie haben wir das nur geschafft? Das ist ja abnormal. So, und hier, glaube ich, war nur Musik drin. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Okay, so viel Musik gibt es gar nicht. Willkommen in unserer Audiothek. Ja. Ach so, doch, es gibt schon sehr, 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 sehr viel Musik. Ja, dachte ich mir doch, in diesem Game gibt es so viel Musik. Da wird man doch mit Schauen nicht fertig. Ich glaube, schon alleine Toad Town hat irgendwie 4 Songs. 4 unterschiedliche oder sogar mehrere. Nee, mehr sogar, glaube ich, als 4. Weil nach jeder Luftschlange ändert sich, glaube ich, die Musik in Toad Town. Also es war fürchterlich. Also natürlich nicht wirklich fürchterlich, aber ein bisschen schon fürchterlich, muss man sagen. Weil
Ich muss einfach sagen, ich habe unglaublich viel. Oh Gott. Ich glaube, wir haben bei den anderen auch nicht richtig geguckt. Oh. Nee. Okay, wir werden uns das jetzt nicht gönnen. Hier gibt es zu viel Musik, Leute. Aber wir gucken bei Besonderes. Was sind Besondere? Glutkrater, König Olli, der Ober-Origami. Ein bissiger Bedrohung. Eine bissige Bedrohung denkt nach. Kampf gegen Olli. Kampf gegen König Olli. Olivias Verwandlung. Thronsaal. Letzte Bank. Kastellknick. Okay. Alter Schwede. Okay, ich glaube, wir haben bei den anderen Sachen nie nach rechts geskippt. Oh mein Gott. Also es gibt noch viel mehr zum Angucken. Holy crap. Viel zu viel zum Angucken, Leute. Aber wir gucken nochmal, ob der Dude nochmal mit uns reden möchte. Ah, Marius, befindet sich einige neue Ausstellungsstücke in unserer Sammlung. Sieh sie doch ruhig an. Okay. Aber ich glaube, das reicht mit Angucken erstmal. Wir haben ziemlich viel erledigt. Wir haben die ganzen Maps auf 100%. Puh, und wir haben zwar nicht das komplette Spiel auf 100, 1000%, aber das reicht mir. Damit kann ich zufrieden schlafen und zufrieden das Game auf die Seite legen. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Spiele. Bis dahin, ciao!